gut. Endlich bin ich der Champion. Ich konnte mal wieder ein bisschen lange pennen mit meinem Ampharos nebendran. Oh, es war einfach göttlich. Und wie man jetzt sehen kann, habe ich so einen, in der Mitte so einen fetten weißen Balken. Ich habe keine Ahnung, wie der da hingekommen ist. Desmume hat ihn auf einmal da reingesteckt. Ich meine, Desmume, nicht Desmume. Ist nicht französisch. So, dann gehen wir mal die Treppe hinunter. Hui. Trepp, trepp. Oh, nee. Unsere Mutter fängt das Abenteuer wieder von vorne an. Oh, hallo Zorro. Professor Lind sagt, er habe irgendwas für dich. Aha, okay. Danke, Mami. Mich stört irgendwie diese weiße Balken. Na egal. Kann man nichts machen. Ich will den weißen Balken nicht. Hallo Lind. Oh, hallo Zorro. Ich habe dich schon erwartet. Ich habe dich heute zu mir gerufen, weil ich dir etwas geben möchte. Hier, das ist ein Bootsticket. Damit kannst du auch in Kanto auf Pokémon jagen. Oh mein Gott! Zorro versteckt ein Bootsticket in der Wassertasche. Das Schnellboot für dieses Ticket, für das dieses Ticket gültig ist, liegt im Hafen von Oliviana City ab. Ja, es gibt ja auch keine anderen Häfen in Johto, oder? Aber das weiß ich wahrscheinlich besser als ich, Zorro. Ja, ich bin aber mehr aus dem Haus als du. Du und dein Pokémon-Team, ihr seid schließlich schon viel zusammen gereist. Also dann, wenn du nach Kanto gehst, grüß bitte Professor Eich von mir. Mal sehen. So, auf nach Johto. Nach Kanto. Johto habe ich ja abgeklappert, alle 8 Orden. Cross. Auf nach Olivia City. Denn ich bin der Champion der Pokéliga. Also ich weiß nicht, ob dieser weiße Balken schon vorher war, aber ich kann mich echt nicht daran erinnern. Moment, bevor ich gehe, war in dem Haus, glaube ich, noch kann man noch Stickers holen, oder? Ich habe ganz viele Stickers von meiner Schwester bekommen, ich gebe dir ein paar ab. Jawohl, ich habe den Stickerkoffer bekommen. Ich habe noch mehr Herz, oh mein Gott, Herzen. Ich soll mir vielleicht mal ein paar Ballkapseln machen. Aber besser, wenn ich mehr Sticker habe. Vorher mache ich das nicht. So. Hier sind wir richtig. Hafen von Oliver. Was? Professor Eich? Oh, Zorro. Also irgendwie wirkst du so langsam wirklich wie ein echter Champ. Und als Champ sollst du auch einen angemessenen Pokédex besitzen. Gib ihn mir doch mal, bitte ihm. Ich rüste ihn für dich mit dem nationalen Modus aus. Was? Oh mein Gott! Der Pokédex von Zorro wurde mit dem nationalen Modus erwartet. Ich weiß, es ist nicht leicht, den nationalen Pokédex zu vervollständigen. Aber ich hoffe, du versuchst es trotzdem. Ja, vor allem, weil man ein paar Pokémon noch Cheats bekommen kann, natürlich, ja. Hoppla, schon zu spät. Im Radiocenter von Ducati City wird gleich meine Sendung aufgezeichnet. Aha. Und du brüstest nun endlich nach Kanto auf, nicht wahr? Ich habe in einer Stadt namens Alabastia ein Forschungslabor. Komm nochmal vorbei und lass mich einen Blick auf den Pokédex werfen, wenn du in der Nähe bist. Okay. Hallöchen. Willkommen auf unserem Schnellboot der MS Aqua. Hast du ein Ticket? Zorro zeigt das Bootsticket. Super, du hast also ein Ticket. Ja, und? Wir legen bald ab, also beeil dich besser. Na los, husch. Husch, husch. Du sagst mir husch, ich bin der Pokémon-Champion. Oh, das beliebte Pärchen. Das ist das Schiff, oh mein Gott. Alles klar, du bist der letzte Passagier, der noch gefehlt hat. Ja, natürlich. Ja, bin ich, oh mein Gott. Wieder mal eine schöne Cutscene hier, schön in 3D. Oh, schöne Bootsmusik, ja. Was? Warte mal. Oh! Der Bums ist auf dem Boden. Entschuldigung, ich bin in Eile. Ich bin auf der Suche nach meiner Enkelin. Sie ist verschwunden. Wenn du ein kleines Mädchen siehst, dann sag bitte Bescheid. Okay. Mach ich. Gut, ich will mein Pokémon-Team noch ein bisschen umstellen. Und zwar nach Blaze auf zweiten Platz und Heraklus auf den ersten. Weil hier gibt es, glaube ich, auch einen Doppelkampf. Baoba ruft an, oh mein Gott. Hallo Zorro, ich bin's Baoba. Entschuldige, dass ich dich erwarten lassen. Mir ist eine neue Attraktion eingefallen. Der sofort fix Blockverteiler. Die Anzahl erkläre ich dir vor Ort in der Safari-Zone. Nun erwarte ich dich dort. Ja, warte noch ein paar Tage, ich komme dann irgendwann mal. Weil ich will jetzt erstmal ein bisschen nach Kanto. Kanto ruft. Hallöchen. Oh mein Gott, da ist was zu essen. Jäcker. Bist du allein? Lass uns kämpfen.
hinterfragte, bist du allein? Das klingt so pervers. Ein Wanderer mit Bronzel. Ein Sinnoh-Pokémon. Und ich benutze gleich mal... Bim? Es hat Schwebe, Menno. Eisenabwehr. Du Fackvieh! Mal durch, Nahkampf ist besser. Wow. Aber dass es so eine Verteidigung hat, zieht es mächtig viel ab. Ein Bodyguard. Das bringt ja nix. Weil ich eine statusverändernde Attacke einsetze. Nein, also Paralyse und so ein Scheiß. Oder? Ja, Bodyguard schützt vor Paralyse, Verwirrung und so weiter. Geowatz. Pokémon wechseln. Nee, der schafft es. Schafft es, Herakles. Sie ist stark. Warum erinnert mich Herakles irgendwie an eine griechische Göttin oder an eine römische? Gibt es da irgendwie jemand, der Herakles. Ja, Herakles kenne ich aus One Piece. Ich habe gespoilert. Herakles kommt in One Piece vor. Oh mein Gott. Obwohl, ist der Manga schon im Deutschen so weit? Nee, oder? Egal. Ist egal, Aeowas. Herakles halt, Tastatur wurde drin. Ich will sie Theodor. Das ist zu viel für mich. Zoro gewinnt, blöd. So, was gibt's denn hier so? Der Apfelheim ist leer. Aha. Der Apfelheim ist leer. Und ich will das Essen haben. Mam. Willst du auch was, Herakles, da? Ram. So, ein Bild. So, erster Raum geklärt. Und ja, was einige nicht wissen, wenn man... hier ist es leer. Cool. Ja, was einige nicht wissen, wenn man von Kanto nach Sinnoh... Entschuldigung. Wenn man von Kanto nach Johto zurückfährt mit dem Schiff, dann gibt es wieder neue Trainer. Das weiß nicht jeder. Ist mir auch erst spät aufgefallen. Oh. Ah, du bist jetzt alter Mann, oder? Oh, hallo. Ich kann meinen Enkelin immer noch nicht finden. Wenn ich nur wüsste, dass sie hier an Bord ist, wäre ich bereits beruhigt. Aber andererseits, es ist so ein Energiebündel, dass sie wahrscheinlich irgendjemand zur Last fällt. Oh nein, jetzt mache ich mir noch mehr Sorgen als zuvor. Der arme Opa. Was sagst du da? Die meisten Passagiere sind Trainer. Viele warten in ihrer Kabine darauf, herausgefordert zu werden. Okay. Oh, hallo. Obacht, hier komme ich. Okay, da kommst du. Und da gucke ich. Pokefan Wolfram. Ein Botogel. Das mache ich mit Nahkampf. Alle. Bam, 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 bam. Und down. Oh, hier kriegen wir so viel schöne XP. Du bist aber stark, ich weiß so. Unser erster Doppelkampf hier. Na, greift die Anzwillinge. Du denkst, ich bin noch ein Baby. Das ist gemein. Ich bin kein Baby, so das sagt man nicht zu einer Dame. Ja. Du bist womöglich 7 oder 8 Jahre alt. Teddy Ursa und Funpi. Funpi setzt Ausdauer an. Blödes Elefantenvieh. Teddy Ursa geht down. Da gibt's nichts zu bemängeln. Flamborf. Schmelz, kleines Fampi. Fampi, Schmelz. Oh, es hat Ausdauer eingesetzt. Das ist so süß. Voll fies. 2 Attacken. Und Aeowas ist sein Todesurteil. Und Level 46. Geil. Auch Level 46. Cool. Ja, mit 46 versuchst du Walzer zu erlernen. Nee, danke. Da könntet ihr früher kommen mit so einer Attacke. Oh, wir haben verloren. Ja, habt ihr, Ladies. Habt ihr. So, okay, dann check ich mal die Kabinen hier unten. Ist da was im Abfalleimer?
Abwandern ist leer. Oh mein Gott, der hat eine Wii. Er hat eine Wii. Ich will mit denen. Darf ich mit deiner Wii spielen? Was? Nein, 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 ich bin okay, er ist eingeschlafen. Schön für ihn. Das ist unsere Kabine, oder? Ja, hier am PC. Ja, PC, da wollte ich schon immer ran. Nö. Items bewegen. Es hat Flinkklaue. Cool. Ich durchsuche mal wilde Pokémon, ob sie... Oh ja, mein Ho-Oh. Ach, Zauberasche, geil. Belebt und frischt alle besiegten Pokémon und füllt deren KP vollständig auf. Das ist das geilste Item. Das gibt's ja nur einmal. Metallstab, oder das kann Ditto behalten. Ditto ist für mich irgendwie das Transen-Pokémon, weil, sagen wir es mal so, es paart sich mit jedem Pokémon, ob weiblich oder männlich, es ist ihm egal. Oh, ein Feuerspucker. Ich gehe nach Kanto, um meine Feuerspucker-Künste vorzuführen. Ah, ja, okay. Wim, da spielt sich bei Wimbledon mit. Ah, lustig. Iowas. Ich frage mich, als war man mit dem Feuerspucker eigentlich Smogons? Ich meine, wenn man Feuer in deren Nähe einsetzt, dann explodieren die doch in irgendwie, weil die haben irgendwie ein Gas oder so. Na egal. Ist ja nicht mein Smogon. Und Iowas. So, mir kommt was hoch. So, weg. Flammara. Ja, da wächst. Oh, nö. Das mache ich mit Erdbeben platt. Das wird Opfer meines Erdbebens. Oh nein. Ich glaube, ich kann es nicht besiegen. Weil Brand schwächt den Angriffswert. Aber es ist ein Versuch wert. Bitte stirb. Und es ist gestorben. Danke, Flammara, dass du gestorben bist. Das wird doch verletzt. Nein. Und noch ein Smogon. Da wechsle ich auf New. Er ragt es zurück. Los, New. Ja, New, mein Super-Pokémon, das Drachenstoß und Knirscher überlebt hat. Das ist echt unglaublich. Drachenstoß mit einer HP und Knirscher mit 2 HP zu überstehen. Das ist echt Wahnsinn. Ja, mein New ist einfach imbar. Zisch, die Flamme ist so klein. So, ja. Heracles ist vergiftet. Aber wir können uns ja erholen. Was? Ein weiches Bett. Schlafenszeit. Ich werde in Skype angeschrieben. Hooray. So, weiter geht's hier. Skype ignorieren. Part geht hier nicht mehr lange. Hier ist nix. Okay. Ich denke mal ins nächste Stockwerk, wenn man so nennen kann, gehen wir dann in den nächsten Part. Ah, Skype, ja, ich komme ja gleich. Okay, also bis zum nächsten Mal. Cheerio!